So, mein Lieben, Bambini-Judokas und Judo-Kindergartenkinder hier aus der Judo-Schule und Gäste, die vielleicht auch mit dabei sind. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer neunten Reise. Heute geht es in den Kongo, das ist ein Land in Afrika. Und wir haben einen Gast heute dabei. Sandro hat seine Freundin Luisa mitgebracht, die heute mitgeht. Das wird heute eine sehr wilde Reise. Ich hoffe, dass wir das alle hinbekommen. Okay, die Judo-Schule mitgenommen, wollte Sandra sagen. So, ihr seht hier, was ich hier habe. Sandra, stell dich bitte richtig hin. Ihr seht, was ich hier habe, ist eine echte Kongo-Maske von einem Medizinmann oder sowas ähnliches wie ein Arzt. Die müssen wir nachher benutzen. Ja, die hilft, dass man gesund wird. Okay. Sehr schön, was ganz, ganz Besonderes. Das gibt es ganz selten. Ja, sowas. Die ist richtig aus dem Kongo. Wo wir da im Urlaub waren, haben wir die da mitgenommen. Und ich zeige euch mal, wo wir hingehen. So. Seht so ein bisschen was, hoffentlich. So, Sandro, geh mal aus dem Weg hier. Also hier oben. Sandro, aus dem Weg. Luisa, aus dem Weg. So, hier oben ist Deutschland. Da wohnen wir und wir fliegen bis danach unten nach Afrika, mitten rein nach Afrika. Das ist der Kongo, da fliegen wir hin. Ja? So, wir starten auch gleich. Wir zwei Spaßvögel hier. Die Maske tue ich erstmal auf die Seite. So, denn wir fahren erstmal zum Flughafen. Ja, und da fahren wir mit dem Auto hin. Und diesmal machen wir das, wir sind ja mehr Leute. Diesmal fahren wir in einem Bus. Und zwar, komm her, Sandor. Luisa nimmt den Sandor an die Hand. So, und jetzt fahren wir in einen Bus zum Flughafen. So schnell wir können. Oh, schon zack überholt hier. Oh Mann, weil sie in Frankfurt. Oh, Unfall gebaut hier. Ja, Unfall gebaut. Los, weiter. Also, du bist Anführer. Also, los. Luisa, du bist schon aus dem Bus draußen. Los, schneller, schneller. Unser Flieg geht bald. Aus, oh, müssen wir eine Kurve machen, müssen wir zum Fahren. Schnell, schnell, schnell. Genau. Und jetzt steigen wir. Genau, komm, Luisa, zu mir an die Hand. So, komm, Luisa, jetzt ist los. Oh, unser Fahrer ist ganz schön schnell. Luisa, bist du noch dabei? Ja. Oh. Jetzt Luisa, Anführer. Jetzt Luisa, fahr schnell. Okay, und stopp. Oh, was wir heute vergessen haben? Was haben wir vergessen, Sandro? Unser Koffer einzupacken. Unsere Tasche zu packen. Das heißt, wir haben den Koffer daheim stehen lassen. Jetzt müssen wir in Frankfurt am Flughafen uns alles einkaufen. Ja? Also, dann gehen wir in den Laden und kaufen uns mal alles ein. Was brauchen wir, Sandro? Banane und Essen. Brauchen wir nicht, kriegen wir einen Flieger umsonst. Aber wir brauchen, Essen brauchen wir nicht, aber wir brauchen erstmal T-Shirts hier. Ja, hier T-Shirts. Und die sind im Laden ganz oben. Luisa sagt doch, wir müssen die Motoren finden, springen wir die Motoren, los. Ganz hoch springen. Holen wir alle T-Shirts runter. Ja, wir wollen nicht ganz schön viel hochspringen. Los! Du wie ein Frosch? Luisa, vor, das machen wir nicht. Und springen. Und stopp, wir müssen unten was im Koffer tun. Und in den Koffer. In den Koffer rein alles. Also den Koffer, Luisa. Runter in die Hocke. Dein Koffer ist unten auf dem Boden. So, genau. So, guck mal, so auf den Füßen. Jetzt besser. Und jetzt gehen wir. Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch, Sandro? Gabel und Messer. Also Gabel und Messer. Da drehen wir uns, holen es von hinten und tun es nach vorne rein. Und dann es nochmal ganz schnell rum, holen es von hinten und tun es nach vorne rein. Brauchen mehrere Gabel. Gleich. Jetzt kommen wir. Also was noch, Lisa? Das gibt's alles im Flieger. Ja, brauchen wir nicht. Aber wir brauchen nur Schuhe. Ja, Schuhe sind nach oben. Wir müssen sie von oben runterholen im Laden. Ganz hoch springen. Und runterholen. Oh, ich komme nicht hin, ich muss noch höher springen. Ja! Gut, jetzt runter in die Tasche tun. Und jetzt runter in die Tasche, genau. Sehr gut, was brauchen wir noch? Ja? Jacken! Jacken? Oh, der ist ganz schön warm. Wir brauchen eher so Hemden brauchen wir. Ja, aber erst die Hemden holen, erst die Hemden wieder springen, runterholen aus dem Regal. Runterholen die Hemden. Und
wieder tief unten. Ach, in den, sehr gut. Dann brauchen wir noch eine Taschenlampe, weil nachts ist es sehr dunkel. Ha? Hose. Ah, Hose brauchen wir auch noch. Also Hose, sind nochmal mit Kleidungsland. Hose. Los, Hose runterholen. Springt hoch. Holen uns den Regal um, die Hosen runter. Jawohl. Hoch. Und wieder unten rein in den Koffer. Das wird ganz schön teuer, bis wir das alle gezahlt haben. So, jetzt brauchen wir aber noch Taschenlampe und Messer. Ja. Ja, also Taschenlampe und Messer. Die gibt es auch, die gibt es da drüben. Müssen wir mal rüberlaufen hier. Und müssen da, holen wir Taschenlampe und Messer aus dem Regal. Alles rausholen hier. Genau. Ja, da ist ein Riesen. Und jetzt tun wir es auch unten im Ding rein. Ja. In den Koffer rein. Sehr gut. Jetzt bezahlen wir. So, haben wir alles bezahlt. Jetzt gehen wir ins Flieger. So. Und jetzt fliegen wir los in Coco. Flügel raus. Ihr kennt das schon alle. Und jetzt geht's los. Genau. Unser Flieger hier macht. Super. Wir fliegen ganz schön lange. Jetzt fliegen wir in eine Kurve. Jawohl. Sehr gut. Ja. Und nochmal Kurve. Ich überhole dich. Ja, du bist ein schneller Flieger. Das ist ein Turbodüsenflieger. Nein, ich fliege mit dem Jet. Du fliegst im Jet, okay. Ja. Also, Sandra ist im Jet unterwegs. Lisa, du auch? Upsa! Abgestürzter Flieger. Los, komm schnell hoch. Wieder starten und los geht's. Ich fliege. Und ich fliege wieder. Ich fliege mit Luca. Du fliegst mit Luca? Ja. Okay. Ich fliege mit Luca. Also, Luisa fliegt mit Luca Airlines. Flughafen in Kongo, in Kinshasa. Jetzt ist schon heiß, deshalb gehen wir kurz was trinken. So wie du es auch? Alle kurz was trinken? Ja. Was denn? Ich habe den schnellsten Hubschrauber-Jet. Okay. Wir müssen nämlich jetzt gleich in den Hubschrauber rein. Denn wir fliegen jetzt gleich ganz tief in den Dschungel. So, komm wieder her. Ich fliege mit dem. Jetzt aufpassen, jetzt machen wir einen Hubschrauber. So, da müsst ihr ein bisschen, komm ich hier ein bisschen vor. Und jetzt, an der Ruhe und mitmachen. Hier stehen, Luisa. So, lass uns Hubschrauber, genau, wir machen so. Meine macht so. Ja. Meine ganz tolle so. Drehen, ganz schnell drehen. Rotor. Das heißt Rotor. Ich flüge so ein Rotor beim Hubschrauber. Ganz drehen, richtig drehen. Jawohl. Und jetzt haben wir einen Turbo-Rotor. Mit beiden Armen. Ganz schnell. Turbo-Hubschrauber. Ganz drehen, Sandro. Du musst schwimmen. Du musst drehen hier. Arme lang machen. So drehen. Bum, bum, bum. So drehen. Ganz drehen. Jawohl, jetzt wird's besser. Richtig drehen. Gut, jetzt drehen wir, fliegen wir rückwärts mit dem Hubschrauber. Rückwärts drehen. Jawohl, Luisa, super. Ich kann nicht rum. Oh, dann stürzt du ab, Sandro. Dann machen wir mit einem Arm. Machen wir so mit einem Arm. Rückwärts, so. So, drehen. Jawohl. Rückwärts, richtig drehen. Das mit zwei Winkeln macht zwar mit einem Rotor. Dann machen wir den zweiten Rotor mit dazu. Und jetzt beide gleichzeitig. Ich mache mit 10 Armen. Gut. Mach's auch mit dem anderen, Sandro. Du hast zwei Rotor. Machen wir mit dem anderen auch. So. Gut. So, jetzt sind wir im Dschungel. Da ist ganz schön heiß. Ich ziehe da mal meine Jacke aus. Puh. Ja. Meine gar nicht. Ja, du kannst schon anlassen, aber ich ziehe jetzt mal meine Jacke aus. Weil es dann ganz schön heiß ist im Dschungel. Ja, lass an, Lisa, lass an. Du hast ein T-Shirt an, das reicht, lass an. Die ist super. So, nein, ich sage, jetzt gehen wir durch den Dschungel. Und meine Jacke
Der Dschungel ist ein Wald, der ganz dicht steht. Da kann man kaum durchlaufen. Deshalb haben wir uns vor große Messer gekauft. Die heißen Macheten. Jetzt müssen wir hier durch. Komm, steht auf. Nehmt eure Messer raus. Aus der Tasche. Und jetzt müssen wir richtig hin und her schlagen. Ja, jetzt müssen wir hin und her schlagen. Los, Sandor. Nur mit einer Hand so, macht alle Pflanzen weg, dass wir durchkommen. Alle Pflanzen vor euch weg. Guck mal her, Sandor. Du bist ja ganz außerhalb des Dschungels hier. So. Und jetzt mal andere Seite. Durchschlagen. Richtig durchschlagen hier. Macht euch einen Weg frei. Genau, super. So, richtig durchhauen. Jetzt können wir mit beiden Messern, wir haben ja zwei Messer, können wir so richtig durchhauen durch den Dschungel. Ich habe ein Messerhammer. Jawohl. So, jetzt müssen wir ganz leise sein, weil jetzt sind wir mitten im Dschungel. Es ist so dicht, dass wir gar nicht mehr laufen können. Ihr müsst euch jetzt ganz flach hinlegen. Jetzt müssen wir durch das Gebüsch durchkrabbeln, ja. Wir liegen unten auf dem Bauch. Und jetzt drehen wir mal. So. Und jetzt folgt ihr mir rum hier. So. Wir krabbeln jetzt durch das Gebüsch hier durch. So, durch das Gebüsch durch, genau. Weiter, weiter. Richtig durch das Gebüsch unten durch. Und dann werden wir bald Löwen sehen. Ja? Oh, los, Luis. Wow, ich mag. Ja. Schnell, Sandra. Und nicht so viel reden. Weil das hören die Löwen. Dann kommen sie und fressen dich. Muss aufpassen. Ah. Komm, wir gehen mal ein bisschen vor. Davor. Vielleicht sehen wir dann die Löwen. Können auch durchkrabbeln hier, Sandor. Genau, so. Jawohl. So, jetzt. Warten wir auf die Luisa, bis die kommt. Luisa kommt auch. Jawohl. Und jetzt, kennt ihr schon vom letzten Mal? Wir holen unsere Ferngläser raus. Dann ist sie ja nicht so nah dran. So, ganz auf den Bauch legen. Und wenn wir jetzt Fernglas gucken, ihr müsst so schauen, dass die Ellbogen weg vom Boden sind. So, und hoch. Genau, und halten oben. Ich habe ein neues Fernglas. So, super, genau. So, halten. Und gucken. Schön hoch. Jawohl. Oh, ich sehe noch keine Löwen. Seht ihr Löwen? Ja. Echt? Wo denn? Ja. Oh, da drüben. Los. Oh, super. Oh, da warten wir mal ein bisschen. Los. So, was machen die gerade, die Löwen? Seht ihr, was die gerade machen? Ja, fressen! Was machen die? Die fressen! Die fressen! Oh, was fressen die denn? Die fressen gerade Fleisch und die haben uns gerade uns beide gesehen. Oh Mist, da müssen wir aufpassen. Wir müssen nochmal gucken. Ellbogen hoch beim Gucken, ja? Ellbogen weg vom Boden. Genau, Sandro, Ellbogen hoch. Ellbogen hoch beim Gucken. So, wenn ich sage, los, dann müssen wir ganz schnell aufstehen und wegrennen, ja? Achtung! Los! Die kommt, die Löwen! Los, los, los! Ja! Dann geht auf einen Tiere. Und dann kamen wir nochmal vor, die Löwen sind ganz cool. Ja? Warum? Vor allem so Waldlöwen sind super cool. Gucken wir nochmal nach den Löwen. Los, guck nach den Löwen hier. Wo ist denn Löwen? Ellbogen hoch. Jetzt genau, Sandra, erst den Ellbogen hoch. Genau, Ellbogen hoch beim Gucken. Ich habe ein neues Fernglas. Ellbogen hoch. Ich sehe den beim Flughafen, da wo wir herkommen. Echt? Oh, kommen die zu uns, Luisa? Ja. Mist, sind die schon ganz nah? Ja. Oh, wir müssen aufstehen, los. Weg, die kommen und fressen uns dann. Hat nicht geschnappt. Okay. Nein. Dann kam noch mal vor. Mal vorkrabbeln. Nein, guck mal, wie ich da oben gehe. Ich komme nicht durch das Gebüsch durch. Das ist zu eng hier. Kommst du da durch, Sandor? Ich komm da. Oh, Sandor kommt durchs kleine Gebüsch durch. Super. Ich komm auch durch. Ja, Luisa kommt auch durchs kleine Gebüsch durch. Sehr gut. So, ein bisschen Platz, dass Luisa mit rein kann. Und wir gucken nochmal. Einmal, letztes Mal, ab hoch. Und gucken, gucken. Ja. Ich sehe alle, komm näher. Guck mal. Oh Mist, los. Letztes Mal, weg. Ja, sehr gut. Super, so, das haben wir gut gemacht, ja. So, jetzt laufen wir noch ein bisschen, jetzt können wir stehen bleiben. Wir laufen jetzt durch den Dschungel und dann müssen wir über hohe Bäume drüber. Die Beine ganz hoch hin, als wenn was ganz hoch drüber läuft. Genau. Ganz hoch heben die Beine. Sehen wir jetzt Affen? Ich glaube, wir sind noch keine. Jetzt sehen wir Nilpferde. Nilpferde im Wasser. Oder Flusspferde werden sie auch genannt. Jetzt sind wir gleich in einem Fluss. In einem großen Fluss. Warum? Da sind ja keine Krokodile, aber Flusspferde. Ja? Gott, guck mal, die Flusspferde, was die so treiben. Oh. Guck mal, die
die sind so ganz groß und bewegen sich auf alle Viere. Wenn man auch so hingeht, dann sehen die nicht so, dass wir Menschen sind. Dann greifen sie uns auch nicht an. Da können wir mit denen so mitlaufen hier. Zwischendurch, auf allen Vieren. So? Ja, Knie und Hände geht jetzt. Knie und Hände. Ja, ganz Knie und Hände. Nachher nochmal Füße. Jetzt Knie und Hände, genau. So kann man rum wie Flusspferde. Sehr gut, super. Jawohl, da geht ein Flusspferd dann durchs Gebüsch durch. Super. Ja, sag du auch, genau. Da können wir mal andersrum krabbeln. So. Na, wenn ihr so einen schicken Berg habt, wie wir hier, wo ihr durchkrabbeln könnt, ist es super. Genau, geht ruhig und durch. Ja, ich kann stehen geblieben. Stehen geblieben. Oh. So, dann stehen wir auf. Du musst gerade noch essen. Ich guck auf. So, dann stehen wir auf. Ich guck auf nach Essen. So. Ah, Luisa hat ihre Sonnenmütze. Ist ganz wichtig. Genau so eine Sonnenmütze. Sieh die ruhig auf, Luisa. Deine Sonnenmütze. So, dann stehen wir auf. Und jetzt sind wir bei Indianern im Dschungel. Die haben wir getroffen. Ja? Und ich habe ein bisschen Aua. Mich hat vorhin ein Löwe ein bisschen gebissen. Und jetzt heilt ein der Indianer. Ja? Und der Heiler, der Arzt von denen, der hat diese Maske auf. Ja? Und was wir machen ist, ich bin jetzt der Arzt. So, dann nehmen wir uns an den Händen. So, und jetzt müssen wir tanzen. Die tanzen immer, wenn sie heilen wollen. Ja, ich meine, die, genau. Und jetzt machen wir so im Kreis rum. Jawohl. Du siehst richtig aus. Ja, und jetzt springen wir auf beiden Beinen im Kreis rum. Sehr gut. Und mal in die andere Richtung. Du siehst besser. Oh. Gut, jetzt laufen wir wieder. Wir laufen mit dem Kreis. Luisa muss den Sandro anfassen, dass eine, dass ein Kreis ist. Genau, es muss nur ein Kreis sein. Sehr gut, jetzt drehen wir uns mal nach außen mit dem Kopf. So, Luisa, bist du auch außen? Kommt her. Dein Quatschmann, komm nach außen, Luisa, wo bist du? Komm her. Wo ist Luisa? Luisa, kein Quatschmann hier, komm her. Luisa. Kein Quatschmann. Ja? So, jetzt geht's nach außen. Komm her, Luisa. Gib mir dein Herrn. Halt, jetzt fesseln wir uns dann doch so an. Jetzt siehst du nach außen, lauf mal so im Kreis. Halt im Kreis laufen, anfassen mit der Hand. Und los, jetzt laufen wir so im Kreis. Genau. Sehr gut. Gut, jetzt drehen wir uns wieder um. Und dann müssen alle auf einem Bein springen. Ja, so, auf einem Bein springen. Genau, wir können ganz bald wechseln. Schließ so ein kleiner Heilungstanz ist das. Ja, voll gut. Gut. Jetzt bin ich wieder geheilt, ja. Oh, ich war zu nah dran, ne? Jetzt bin ich wieder geheilt. Und jetzt können wir weitergehen. Jetzt gehen wir nämlich zu den Gorillas. Ja, Sandro, was habe ich gesagt? Finger weg von der Maske. So, jetzt gehen wir zu den Gorillas. Ja? Gorillas sind große Affen. Ja? So wie die zwei hier, das sind zwei kleine Affen. Ja? Gorillas sind aber große Affen. Und Gorillas laufen immer so auf den Fingerknöcheln und so, so bewegen die sich ein bisschen seitwärts hier. Ja, Füße und hier, genau so. So, los, ihr Affen, ne? Was essen denn Affen? Ich will ein Essen. Na los, dann ess mal hier. Weiter, ihr Affen. Immer Hände, komm weiter, zack, zack, durch. So. Und weiter. Hände und Füße, Popo nach oben. Popo nach oben, Sandro, genau. Lisa, komm raus, Popo nach oben. So, genau, so super, sehr gut. Voll gut. Gut, und stopp. So, dann legen wir uns schon mal hin und beobachten die Gorillas mal ein bisschen besser. So, wir legen uns hin. Komm weiter vor. So, müssen die Hände auf den Boden tun.
So die Hände? Nee, jetzt müssen ganz nah dran. Wir brauchen kein Fernglas. Weil wir sind ganz nah dran. Jetzt nehmen wir die Hände so runter, drücken uns hoch, dann sehen wir besser übers Gebüsch. Und dann gehen wir noch ganz hoch. Auch die Knie weg vom Boden. Yes. Bis wir ganz oben sind. Yes. Und jetzt halten und gucken. Yes. Und dann kommt eine, schnell verstecken. Ganz flach runter. Wenn Gorillas kommen, müsst ihr euch ganz klein machen. Oder ist wieder weg. Okay, Hände aufsitzen. Gehen wieder hoch, gucken übers Gebüsch. Ja, ganz hoch, Knie auch hoch. Yes. Halten, gucken. X los, der kommt noch nicht. Halten, halten. Halten. Yes. Halten. Halten. Oh, der kommt schnell runter. Ganz flach noch. Jawohl. Und nochmal. Wir gucken nochmal hoch. Hüpp. Oh, der kommt nicht. Da können wir auch ganz hoch gehen. Los. Ganz hoch. Und können gucken. Aber was fressen die Gorillas? Pflanzen. Genau, nur Pflanzen und Früchte fressen die. Den ganzen Tag fressen die nur. Und die pupsen ganz schlimm. Warum? So wie ihr zwei auch. Los! Nein, kommt noch nicht. Halten. Bleib noch oben. Und jetzt runter. Gut. Wollt ihr jetzt schon ein Tier sehen? Ja. Was wollt ihr noch sehen? Affen. Gorillas sind ja Affen. Babyaffen. Oh, die Gorillas haben Babys dabei gehabt. Die haben doch Babys dabei gehabt, oder nicht? Zu was wollt ihr noch sehen? Ich weiß. Nein. Zu den Tigern. Tieren gibt es in Indien. Die gibt es leider nicht im Kongo. Aber wir können noch Elefanten angucken. Yeah. Ja. Also, steht mal auf. So, und jetzt wird es schwierig. Achtung. Jetzt müsst ihr euch mit einer Hand an der Nase festhalten. Habt ihr das? Und die andere Hand steckt hier durch. So, und jetzt machen wir einen Elefanten hier mal. Sehr gut. Okay, jetzt stopp. Jetzt fasst euch mit der anderen Hand an die Nase. Und steckt den anderen Arm als Schlüssel durch. Ja? Und wieder los geht's. Und wieder stopp. Und wir wechseln wieder. Andere Hand in die Nase, andere Hand ist der Rüssel. Nicht beide hinter die Nase, Sandra. Eine Hand Rüssel, du musst andersrum rein. Die Hand muss da ran sein, die muss der Rüssel. Jetzt haben wir es. Und los geht's. Was ist das? Nichts da. Komm her, Sandra. Hier bleiben. Und los. Und dann noch einmal wechseln wir. Und noch einmal wechseln. Andere Hand an die Nase. Und nochmal andere Hand durchstecken. Jawohl, super. Und los geht's. So, das sind Waldelefanten, die es da gibt. Das ist ein bisschen kleiner. Ja? Sind aber ganz interessant. Wir sind gleich fertig, Luisa. Schaffst du es noch? Oh, komm. Also, wir haben noch eine kurze Trinkpause. Bevor es nochmal ganz anstrengend wird. Und mal kurz was trinken. Weil es im Dschungel so heiß ist. Ja? Ich soll gar nichts trinken. Nicht da draußen. Ich soll gar nichts trinken. Ja. Ich soll gar nichts trinken. Okay. Ich will auch nichts mehr trinken. Gut, so, die Reise in den Kongo ist fast zu Ende. Jetzt müssen wir nämlich mit dem Hubschrauber zurückfliegen. Wir machen wieder unsere Rotoren an. Und drehen die wieder ganz schnell. Und drehen die anderen Rotoren auf. Genau, Luisa. Und jetzt beide gleichzeitig. Jetzt haben wir einen ganz schnellen Hubschrauber. Turbo-Hubschrauber. Gut. So, dann sind wir gelandet. In der Hauptstadt von Kongo, die Kinshasa heißt. Dann gehen wir in den Flieger. Arme breit, Luisa nicht puppeln, Arme breit und ab geht's! Wir fliegen wieder zurück nach Deutschland! Ich fliege mit dem Turbojet-Hubschrauber 1, 2, 3, 4. Oh, schon mit dem Hubschrauber, schon mit dem Flieger abgestürzt hier! Mann! Durch den Tunnel! Ah, der ist durch den Tunnel, Hubschrauber, der Flieger ist durch den Tunnel geflogen!
schnell durch. Auch im Himmel gibt's Tunnel. Ich habe wieder was dazugelernt. Los, jetzt Flieger, schneller! Jawohl! Gut! Und dann müssen wir vom Flieger ins Auto. Und jetzt fahren wir zurück nach Leonberg. Und los, so schnell es geht! Schnell zurück nach Leonberg und mit der Kurve machen. Jawohl, los. Oh, Luisa gewinnt es dann doch. Ja. Los, Luisa, schnell, hol den Sander. Ja. Was denn? Gut, und stopp. So, jetzt sind wir daheim. Es war ganz schön anstrengend. Jetzt machen wir wieder unsere Abschlussübungen. Wir setzen uns hin. So, jetzt haben wir von der Reise ganz schön viele Ameisen und Käfer mitgebracht, die vorne in unseren Schuhen drin sind. Und die müssen wir jetzt weg von unseren Zehen machen. Ich habe einen Bienenschleuder. Ja, jetzt machen wir hier. Machen wir ein Füßchen sauber. 1, 2, 3, 4, Knie nach unten. So, das ist wichtig. Knie unten halten. Luisa, Knie runter. Ganz lang die Beine, Beine zusammen. So, jetzt. Genau so. Genau so machen. Knie runter. Dann können wir mal die Zehen richtig anziehen. Jawohl. Sehr gut. So, machen die Füße unten zusammen. So. Halten die Beine, halten die Zehen vorne fest. So. Und jetzt haben wir einen Schmetterling mitgebracht, der hier fliegt. Wir fliegen wie ein Schmetterling, genau. Mein Schmetterling heißt Chad und Jason Rabbit. Okay, ja, drei Namen. Meiner heißt Luca. Gut, so, dann haben wir eine Biene mitgebracht. Wir haben jetzt Bein fest und jetzt machen wir einen Bienenstachel. Die fährt ihren Stachel ganz weit raus. Schnell den Bienenstachel ganz lang vorne festhalten. Du musst den Stachel auch festhalten, sonst fällt er ab, Luisa. Genau so. Sehr gut. Und dann legen wir das Bein, jetzt gerade im Bienenstachel, was so rein haben, jetzt hier eine Babyschaukel. Dann schaukeln wir unser Baby hier. So schaukeln wir als Baby. Mein Baby heißt Chad und Jason Rabbit. Ja. Und dann müssen wir gucken, ob wir Stinkefüße haben, weil wir Stiefel angehabt haben. Und gehen wir mit dem Fuß zur Nase. Super. Und andere Seite, ist ein Bienenstachel im anderen Fuß? Anderer Fuß Bienenstachel? Zuerst? Mit dem? Ja, wenn du den vorher nicht gehabt hast, ja. Der ist lang. Schön lang machen das Bein, der Bienenstachel. Legen wir das Bein rein, machen eine Babyschaukel. Da liegt das Baby drin. Freuen uns, dass wir das Baby wieder sehen. Auf unserer langen Reise. Und wir machen Stinkefuß. So, jetzt haben wir noch eine Schnecke mitgebracht. Ja, eine Schnecke. Sieht so aus, dass ihr bleibt so sitzen. Ihr könnt so sitzen bleiben. Ihr bleibt so sitzen. Ja, ich zeige es nur, dass ihr es das seht. Ihr rollt nach hinten mit den Zehenspitzen hinterm Kopf auf den Boden. Schön hoch mit dem Popo. Nicht überrollen. Los, also ab nach hinten. Hoch, Popo, hoch, Opa, los. Popo hoch, Zehen auf den Boden hinterm Kopf. Ja, Luisa, fast, das ist gut. Ein bisschen. Ja, komm schon, ein ganz klein bisschen. Super, sehr gut. Okay, dann setzen wir uns wieder hin. Und jetzt gucken wir mal, ob irgendwas auf dem Boden liegt, das wir vergessen haben. Wir nehmen die Hände so zusammen in den Kopf und gucken mal nach unten, ob irgendwas auf dem Boden liegt. Ich habe nichts vergessen. Ich auch nicht, alles aufgerollt, gell? Ja. So, jetzt machen wir noch eine Gefangenenübung. Die Gefangenenübung ist ganz schwierig. Ja? Die im Kindergarten sind, die kennen sie schon. Ihr legt euch auf den Bauch und dann macht die Hände so zusammen, Finger in Finger. Ja? Also Finger in Finger die Hände. So, sagen wir Finger in Finger.
So, ihr seid gefangen und gefesselt. Ihr könnt jetzt nicht mit euren Händen euch hochdrücken. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie aufstehen ohne Hände. Los geht's. Ohne Hände aufstehen. Die Hände sind immer noch gefesselt. Und jetzt müsst ihr über den Popo nach unten gehen. Beine durch die Fesseln durch. Und mit den Zähnen dann eure Fesseln aufmachen, dann seid ihr befreit. Ha, Luisa muss noch ein bisschen üben. Ja? So, wie geht's? Das war's für heute. Das war unsere Reise in den Kongo mit Treffen mit den Gorillas, Nilpferden und Löwen, die wir gesehen haben. War ganz schön anstrengend. Ja, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Nächste Woche fliegen wir nicht weg, sondern nächste Woche kämpfen wir. Da zeige ich euch so ein bisschen Kampfspieler. Braucht ihr euren Papa oder eure Mama oder einen Freund? Ja? Und dann machen oder wir einen Kumpel. Und dann machen wir verschiedene Kampfspiele hier. Okay? Also nächste Woche wird gekämpft. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß noch. Schöne Woche. Tschüss. Schaut es euch an, tschüss. Genau. Wenn es euch gefallen hat.